Ich begrüße eure Folge Final Fantasy 15 Pocket Edition. Ja, ich spiele das wirklich. Wir haben einen neuen Erfolg schon mal freigeschaltet. Boah, voll die krassen Sachen hier. Neue Kräfte. Madrede Cuisine, alles klar. 11 Rezepte gibt es in dem Spiel, okay. 65 Fähigkeiten. Ja. Commis de Cuisine, bereite die erste Mahlzeit vor. Mal gucken, ob wir alle Erfolge im Laufe des Let's Plays bekommen werden. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie dieses Spiel jetzt weitergeht. Ich meine, ich kenne Final Fantasy 15. Ich weiß, was gleich kommt. Hä? Ich darf jetzt hier nicht... Wow, ey. Okay, das Spiel schränkt wirklich in der Erkundung sehr ein. Und in der Hauptstory und so. Man darf also halt wirklich nur... Es ist auf jeden Fall sehr linear. Es gibt zwar Gebiete zum Erkunden, aber es ist sehr linear scheinbar. Okay. Ist auch zu erwarten irgendwo. Sieht so aus. Ach du Scheiße, ist das groß. Aber der Kampf von der PS4 ist echt ziemlich cool. Dieses Kommando wird von deinen Verbündeten automatisch im Kampf verwendet. Okay. Alles klar. Wow. Dämonenbrecher. Verbündetenkommandos. Verbündete besitzen Fähigkeiten, die sich ihre individuelle Stärke nutzen machen. Okay. Ich hätte auch... Ach, ich muss das B drücken. Wow. Niedergeworfen. Sehr schön. Oh, machen wir ordentlich Schaden. Ordentlich Schaden machen wir hier. So, sehr gut. Und... Bam! Synchroblock. Durchschuss. Sehr lustig. Alles klar. Das war echt ganz cool, muss man sagen. Ups, das wollte ich gar nicht. Es spielt sich schon vom Kampfsystem her ganz gut, definitiv. Das kann keiner, da kann keiner was gegen sagen. Das ist ganz okay. Definitiv. Aber man hat vielleicht ein bisschen zu wenig Möglichkeiten und sowas, aber trotzdem ganz okay. Wow. Ich habe eigentlich gerade B gedrückt für den Synchro-Block da oben, aber egal. Ach, die Musik ist wieder so cool hier. Hey, das wollte ich gar nicht. Ich sehe gerade, das ist fast wieder tot. Was sind jetzt, hier sind die Items. Heiltrank auf Ignis bitte. Und noch einer für Prompto. So. Sehr schön. Perfekt. Geil. Das könnte jetzt ordentlich wehtun. Renn doch nicht weg. Wir müssen dich weghauen. Ey. Und tschüss. Oder nicht? Hallo? Jetzt aber! Kaputte Taschenuhr. Oh, ganz viel EP. Wundervoll. Sehr schön. Die Regalia abholen, okay. Ganz schöner Brocken. Dave ist jetzt außer Gefahr. Zurück nach Hammerhead? So, wo darf ich jetzt eigentlich lang? Also, muss ich jetzt... Ja, da runter muss ich scheinbar jetzt. Da ist aber auch ein Laden scheinbar, oder was, das gelbe Symbol. Ja, Geschäft. Aufgabe. Es gibt auch gelbe Aufgaben, sondern das dann Nebenquests, oder was? Straßensperre, Zutaten, Geschäft, wichtige Gegenstände. Aber hier ist nichts mehr irgendwo, oder? Also scheinbar ist das Spiel halt wirklich nur komplett durchlaufen. Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Ach, wir dürfen gar nicht zurücklaufen. Oder was? Ja, toll. Was auch immer. Meinetwegen. Nähere dich einem Charakter mit Geschäftssymbol über den Kopf und drücke den Y-Knopf. Ja, Spiel. B-Hände hast du. Verkaufen kann ich nix. Ach, okay. Ich will aber nichts verkaufen. Ich muss. Ey, dieses Spiel ist
ist so bescheuert. Ich darf halt, ich muss das machen, ich muss es machen, ich werde gezwungen, warum? Es ist halt so komplett typisch Handyspiel. Ich hasse es. Meine Fresse, ey. Ah ja, okay, man muss jetzt also, oh, man kann jetzt hier, ah ja, okay. Oh ja, man, warum denn Spiel? Ich will auch selbst was bestimmen. Man kann einfach nichts selbst bestimmen. Ich darf auch nicht mal ins Geschäft rein. Doch, darf ich. Ich will noch Items kaufen. Heiltränke habe ich nämlich noch 4. Gib mir mal 5 noch. Ne, komm, wir gehen direkt auf 8. Das passt erstmal. Ah, sehr schön. Ausrüstung haben wir jetzt hier. Bei Ihnen im Behinder hier angelegt. Okay. Hier ist die Motorklinge, okay. Hier haben wir nichts, oder was? Nee, scheinbar. Und hier haben wir das Geschäft. Nee, Quatsch, hier ist das Geschäft. Aber mehr kann ich halt nicht kaufen. Aber ich kann scheinbar mitten unterwegs Heiltränke kaufen. Das ist auch geil. Ich habe neuen Erfolg scheinbar. Was denn Schönes? Wenn es laden würde. Hier, Waffenbrüder. Und das hier. Also scheinbar zwingt einen das Spiel auch irgendwann dazu, alle Erfolge zu schaffen, weil wenn man jetzt hier so komplett alles hat quasi. Ach, egal. So, komm, holen wir uns ein Regal ja jetzt ab. Ah, einfach keine Freiheiten. Das ist irgendwie ein bisschen doof, okay, meinetwegen. Hallo. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden, nicht wahr? Was mich jetzt stört, man kann scheinbar nicht selbst speichern. Das heißt, falls irgendwann mal eine Aufnahme kaputt sein sollte, habe ich halt Pech. Muss ich alles mal neu spielen. Gib gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit, könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdin-Kai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Fahrt. Okay. Wie viele FP habe ich jetzt? Jetzt steigen alle ein und machen es sich bequem. Ignis fährt. Darf man hier auch selbst spielen oder fährt immer nur Ignis? Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ah. Wie viele FP bekomme ich? Bekomme ich überhaupt welche? Die Animation dauert mir viel zu lange, ganz ehrlich. 12. Okay, gucken wir doch mal direkt. Also ich könnte jetzt hier vergrößern den Wirkungsbereich der letzten Treffer des Großschwerts, oder... Ja, machen wir das mal. Okay. Laden läuft. Der müsste den Laden wieder einfangen. Der darf nicht weglaufen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, die Ladezeit rauszuschneiden. Nur die L-Taste und die A-Taste, um das Regal, den Regaler zu steuern. Okay. Da ist ein Gefahrenzeichen. Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Doch, wir können nicht mehr dahin. Das ist ein kaputtes Verkehrsschild, weil das Spiel so ein Jahr ist. Ha. Ich wette, wir können nicht zurückreisen. Ich bin gespannt, ob das dann gleich geht. Kann ich hier auch selbst fahren, ja? Oh Gott, Hilfe. Hä? Warum jetzt nicht mehr? Sind wir jetzt schon da, oder was? Oder habe ich jetzt irgendwie übersprungen? Ich habe nur auf R gedrückt zum Selbstfahren.
Sidney hat gar nicht erwähnt, was in dem Päckchen drin ist, oder? Wahrscheinlich ist es geheim. Das regt die Fantasie an, was, Jungs? Nogt, hast du nicht was vergessen? Genau, wir müssen Sidneys Päckchen abliefern. Wir haben einen Ruf zu verlieren, Herr Prinz. Der Prinzenversand. Ja, wir versenden den Prinz ja nicht. Ja, man, Laden. Wir können eine neue Waffe kaufen für Dings, für Prompto. Ah, aber auch was für Ignis. Nehmen wir es mal mit, würde ich sagen. Ja. So. Es ist wahrscheinlich besser, hoffe ich mal. So. Ausrüsten. Viel Spaß damit, Prompto. Hol ich doch gleich mal. Da ist ein Nebenquest scheinbar. Und auch ein Schlüsselobjekt. Und da ist eine Wegsperre einfach. Geil. So, wie ist denn jetzt hier? Ich könnte jetzt auch hier... Nee, ich könnte nichts weiteres ausrüsten. Ja, danke fürs Runtergehen. Bei Prompto ist es da. Ja, ist auch ordentlich. Sehr schön. Da liegt irgendwie... Was ist das hier? Hier ist eine Nebenquest oder was? Ein Rätsel in den Akten. Eine Karte? Ist das eine Schatzkarte? Oh, das wäre ja mal was. Sollen wir suchen? Na klar! Was für eine Frage! Wenn du eine Schatzkarte erhalten hast, dann begib dich zum Schatzsuchareal und drücke den X-Knopf. Okay. Ja, wow. Ich darf hier nichts selbst machen. Okay. Hier ist die Karte. Hier sind die Reifen. Hier oder was? Ja, scheinbar. Was ist das jetzt? Zwischen Holz und Steinen. Hier oben? Hält erstmal was rum. Ha. Jetzt unter einer Palme oder so aus der Richtung. Hier die. Da sind wir zwei links. Oh, ich habe Sandstein gefunden. Wie geil ist das denn? Okay, hier kann ich nicht buddeln. Scheinbar so ein bisschen weiter. Also woanders wahrscheinlich. Wo ist noch eine andere Palme irgendwo? Da liegt jedenfalls was. Hier oben. Ah, hier wahrscheinlich eher. Bronzereif. Sehr schön. Okay, cool. Geile Sidequest. Aber dass meine Sidequest gelöst ist, finde ich ganz cool. Zeig mal gerade her. Es ist ja auch nichts mehr. Nur noch die Hauptmission und der halt das rote Schlüsselsymbol. Also man bekommt scheinbar echt alles eingezeichnet, aber das finde ich okay für so eine Handyversion. Wenn das im Hauptspiel so wäre, dass einfach alles eingezeichnet wäre, wäre es einfach mit dumm. Wenn du erstmal unter der Haube bist, kannst du sicher nicht mehr einfach so mit uns rumhängen. Wer sollte mich davon abhalten? Dein Gewissen. Ich brauche wohl kaum zu betonen, dass deine Pflicht und deine Frau Vorrang haben. Nicht mehr lang, bis du dich ewig bindest. Gibt's noch was, was du gerne tun möchtest? Sag schon. Na komm, sag noch das. Wieso sagt er nix? Keine Ahnung. Ist das eigentlich eine gute Ausrüstung, die ich gefunden habe? Was habe ich noch gefunden? Hier oder was? Ja. Ja, das LP-Maximum. Oh, das finde ich cool. Wir hatten die wenigsten. Du. Aber er hält sich ja eh eher hinten. Auf komm, viel Spaß damit. Er ist ja eh eher so ein Fernangreifer, logischerweise. Mir ist gerade aufgefallen, ist das bei uns nicht genauso wie bei King's Knight? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Okay. Hier liegt wieder was. Sternmuschel. Darf ich jetzt schon raus? Ja, darf ich. Riesenvogelfeder. Kann sein. Kann ich ja eigentlich auch graben? Ja, kann ich. Man kann... Ah. Das wäre bestimmt im ersten Gebiet auch schon gegangen. Verdammt, ich habe einfach nicht gegraben dort. Und ich darf auch schon hier über... Okay. Über die Straße laufen und hier runter. Scheinbar. Oder wäre ich jetzt hier aufgehalten?
Nein, ich darf hier rein. Guck mal. Ich darf erkunden. Finde ich super. So viel dazu. Mann, leck mich doch, Spiel. Aber warum denn? Es ist doch dämlich, jetzt mal ganz ehrlich. Warum darf ich das nicht? Warum werde ich so blockiert vom Spiel? Warum? Ach, ist mir auch egal. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Klar, es ist nur eine Handyversion und so, aber trotzdem kann man die doch wenigstens ein bisschen größer gestalten. Ach, egal. Wir sollten zum Galdenkai weiterfahren. Okay. Hm? Hallo, Spiel. Ah, das ist Umbra. Das ist der Hund von Luna Freya, glaube ich. Warum? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Nocht? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Ein Geldsuchverzeichen kennzeichnet eine Nebenaufgabe. Okay, finde ich cool. Wie viele gibt's hier? Und die eine scheinbar. Vielleicht vergeht ich die gerade. Die kann man gar nicht sehen auf der Karte. Oder bin ich gerade dumm? Die kann man scheinbar gar nicht sehen auf der Karte. Das finde ich ein bisschen doof. Wartet mal kurz. Oder ist das die Hauptmission? Die Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Nockt. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Dave finden. Okay. Wieder zum Übernachten hier? Wenn du mich lässt? Nö, scheinbar nicht. Ich kann mit ihm reden oder so. Wo ist denn Dave jetzt? Ah, oben scheinbar. Okay. Aufgaben wechseln die bitte. Ist das da Umbra? Nee, ich glaube nicht. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Eine Lieferung für dich. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Hört mal. Wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay. Wird gemacht. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Okay, es ist bestimmt das rote Objekt da, was auf der Karte ist. So eine Erkennungsmarke, schätze ich mal. Darf ich denn da jetzt erkunden, Spiel, oder erlaubst du mir das nicht? Liebes Final Fantasy 15 Pocket Edition. Wird's mir nicht erlauben, oder? Doch! Oho! Wir sollten vorsichtig sein. Brauchen wir keine Strategie oder sowas? Etwas Rücksicht, bitte. Okay. Erkundungsmission. Hallo. Ah, jetzt kann ich ja wechseln zwischen den Waffen. Oh. Das ist cool. Ja, die ist halt wahrscheinlich stärker, aber sau langsam. Also die, die ich momentan habe, lieber. Ganz ehrlich.
Ruhe. Und B. Ja, das sieht ganz gut hier klar, auf jeden Fall. Ja! Yeah. Ordentlich EP für mich. Perfekt. Ich würde sagen, wir machen auch im Let's Play so viele Sidequests wie möglich und sowas in der Richtung. Eta. So, hier war nichts mehr in dem Gebiet. Sehr schön. Aber ich mag es, wie die Gebiete gestaltet sind, so vom optischen her. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ganz, ganz, ja, klar, definitiv. Ich mag das hier irgendwie ganz gern. Hoffentlich gut. Was? Was passiert hier gerade? Was? Das war gerade komisch. Ich bin einfach überhaupt kein Spieler, der gerne mit so schweren Waffen spielt. Überrascht. So. So bin ich halt. Ach, Nocht, du bist sehr, sehr, mir fehlt das Wort, eingebildet. Nein, nicht eingebildet. Egal, so nehmen wir uns das Item hier. Eine der Marken. Ruhe in Frieden, tapferer Jäger. Uns bringt sie nicht viel. Liefern wir sie ab. Ja, und zwar so schnell es geht. Gute Idee. Let's do this. Und ich nehme auch mit. Oh, ein Supertrank. Hier komme ich nicht durch, schade. Oh, da kam ein Auto an. Ups. Voll unterbrochen, den Typen. Sorry. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Okay, und das Spiel hat auch gespeichert gerade. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 15 Pocket Edition wieder. Wo wir dann zum Gaiden Kai gehen werden wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.